So, seid gegrüßt aus dem nächtlichen Pfalz. Der Titel des heutigen Videos lautet Wunder, Tatsachen oder Hirngespinste. Die Bibel ist natürlich voll mit diversen fantastischen Wundergeschichten und viele Skeptiker lehnen den christlichen Glauben allein schon aus diesem Grund ab. Eins vorweg, das Ziel dieses Videos ist es nicht zu zeigen, dass die Wunder, die in der Bibel berichtet werden, wahr sind. Es ist auch nicht Ziel des Videos zu zeigen, dass Wunder tatsächlich geschehen sind oder heute noch geschehen. Diese Teile folgen später. Die Frage, die es zu klären gilt, lautet: Sind Wunder generell möglich? Dazu nehmen wir erst einmal die Definition von Wunder aus dem Duden: Außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrungen widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen. Ereignis, das Staunen erregt. Der Skeptiker wendet ein: Ich habe es doch gesagt, Wunder sind nicht möglich, weil sie den Naturgesetzen widersprechen. Halt, wir erinnern uns an das erste Video aus der Serie über den Pluralismus. Die Aussage, nur wissenschaftlich belegte Aussagen sind wahr, erfüllt nicht den Anspruch, den sie an sich selbst setzt. Also diese Aussage und alle ähnlichen Aussagen, das ist Mumpitz. Das lassen wir hier außen vor. Wunder lassen sich also per Definition nicht naturwissenschaftlich erforschen oder erklären, weil die Naturwissenschaft sich mit Dingen beschäftigt, die den Naturgesetzen entsprechen und nicht die den Naturgesetzen widersprechen. Ob Wunder möglich sind oder nicht, kann also nicht auf naturwissenschaftlicher Basis geklärt werden, sondern das muss auf philosophischer Basis gemacht werden. Wenn es Gott gibt, dann sind Wunder möglich. Darum habe ich die letzten 6 Wochen Videos über Gottesbeweise gemacht. Daraus folgt nicht nur die Existenz Gottes, sondern auch die Möglichkeit der Wunder. Ein Gott, der aus dem Nichts ein ganzes Universum schaffen kann, für den sind Wunder ein Kinderspiel. Wer Raumzeit, Materie und Energie erschaffen kann, der kann auch Wasser zu Wein machen, der kann 5000 Menschen mit einer Handvoll Brot satt machen, der kann auf dem Wasser laufen, der kann eine Jungfrau schwanger werden lassen oder der kann vom Tod auferstehen. Der philosophische Einwand gegen Wunder, der stammt von einem der ganz großen Philosophen und Religionskritiker der Aufklärung, David Hume. Und bis heute wird sein Argument gegen Wunder von den Philosophen als das beste Argument gehandelt. Schauen wir es uns einmal an. Ich will euch hier nicht den kompletten Text vorenthalten, damit mir nachher keiner nachsagen kann, ich hätte Hume falsch repräsentiert. Fühlt euch frei vorzuspulen. Es folgt nach dem Zitat eine Kurzzusammenfassung in 5 Punkten. Der Zeitindex, wann das Zitat zu Ende ist, findet sich jetzt hier irgendwo. Blende ich dann ein. Also, Zitat Hume. Ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Da nun eine feste und unveränderliche Erscheinung diesen Gesetzen zugrunde liegt, so ist der Beweis gegen das Wunder aus der bloßen Natur der Tatsache so stark, wie irgendein der Erfahrung entnommener Beweis nur gedacht werden kann. Weshalb ist es mehr als wahrscheinlich, dass alle Menschen sterben müssen, dass das Blei sich nicht von selbst in der Luft schwebend erhalten kann, dass das Feuer das Holz verzehrt und von Wasser gelöscht wird? Offenbar, weil diese Erfolge mit den Gesetzen der Natur übereinstimmend befunden sind. Und eine Verletzung dieser Gesetze, das heißt in anderen Worten, ein Wunder nötig ist, um sie nicht eintreten zu machen. Nichts gilt als Wunder, was im gewöhnlichen Lauf der Dinge geschieht. Es ist kein Wunder, wenn ein anscheinend gesunder Mann plötzlich stirbt, weil eine solche Todesart zwar seltener als andere ist, aber doch oft beobachtet worden ist. Aber es wäre ein Wunder, wenn ein toter Mensch wieder lebendig würde, weil dies zu keiner Zeit und in keinem Lande vorgekommen ist. Es muss deshalb eine allgemeine Erfahrung jedem Wunder entgegenstehen, sonst würde das Ereignis nicht diesen Namen verdienen. Und da die allgemeine Erfahrung einen vollen Beweis abgibt, so ergibt hier die Natur der Tatsache selbst einen genauen und vollen Beweis gegen das Dasein dieses Wunders. Dieser Beweis kann nur aufgehoben und das Wunder glaubwürdig gemacht werden, wenn man einen stärkeren Beweis gegen ihn beibringt. Die einfache Folge ist, und es ist ein allgemeiner Grundsatz, der aller Aufmerksamkeit wert ist, dass kein Zeugnis zureicht, ein Wunder festzustellen. Es müsste dann das Zeugnis der Art sein, dass seine Falschheit wunderbarer wäre als die Tatsache, welche es bekundet.
und selbst in diesem Falle besteht eine gegenseitige Aufhebung der Gründe. Der Stärkere gibt nur noch eine Sicherheit nach dem Grade der Stärke, welche nach Abzug des Schwächeren übrig bleibt. Wenn nun jemand erzählt, er habe gesehen, dass ein Toter wieder lebendig gemacht worden sei, so überdenke ich sogleich bei mir, ob es wahrscheinlicher sei, dass ein Mensch betrügt oder betrogen ist, oder dass das erzählte Ereignis sich wirklich zugetragen habe. So, das ist kompliziertes und altes Philosophendeutsch. Packen wir sein Argument in einfache und verständliche Aussagen. 1. Naturgesetze beschreiben per Definition den gewöhnlichen Lauf der Dinge. 2. Wunder sind außergewöhnliche Ereignisse. 3. Der Beweis für das Gewöhnliche ist immer stärker als der Beweis für das Außergewöhnliche. 4. Man gründet seinen Glauben immer auf den stärkeren Beweis. 5. Darum ist der Glaube an Wunder unbegründet. So ist es schon einfacher zu verstehen als diese 3 Seiten langer Text und auch einfacher, um die Fehler zu entdecken, die darin enthalten sind. Klar ist, wenn Prämissen 1 bis 4 stimmen, dann stimmt auch Schlussfolgerung 5. Also wo ist der Fehler? Was einem zuerst auffällt, wenn sein Argument stimmt, dann ist nicht nur der Glaube an Wunder unbegründet, sondern der Glaube an jedes außergewöhnliche Ereignis. Dann ist es unbegründet zu glauben, dass sich die ganze Welt zurzeit im Corona-Lockdown befindet, weil dies ein Ereignis ist, das im allerhöchsten Maße außergewöhnlich ist. Aber trotzdem findet es gerade statt. Schuld daran ist Prämisse 3. Der Beweis für das Gewöhnliche ist nicht immer stärker als der Beweis für das Außergewöhnliche. Er ist meistens stärker als der Beweis für das Außergewöhnliche. Hume belegt Prämisse 3 gerade damit, dass Wunder angeblich überhaupt nicht geschehen. Als Beispiel bringt er den toten Mensch, der ins Leben zurückgebracht wird oder ins Leben zurückgekehrt ist. Also ist Prämisse 3 nicht nur an sich falsch, sondern Prämisse 3 beinhaltet als Voraussetzung schon, dass keine Wunder geschehen. Damit entsteht wieder ein Zirkelschluss. Es geschehen keine Wunder, also 1, 2, 3, 4, 5, also geschehen keine Wunder. Das ist keine sinnvolle Argumentation hier, auch wenn es von einem der größten Philosophen der Zeitgeschichte so geschrieben worden ist. Aber nicht nur das. Bei genauer Betrachtung ist die Hauptaussage des Argumentes keinesfalls, dass keine Wunder geschehen. Die Hauptaussage ist, dass es angeblich unbegründet ist, an Wunder zu glauben. Hume macht hier über die Existenz oder die Möglichkeit von Wundern keine echte Aussage. Und solange die Möglichkeit von Wundern nicht widerlegt ist, solange ist sein Argument letztendlich wertlos. Wenn man nur einmal annimmt, Wunder sind möglich, und dir sagt jemand, dass du nicht daran glauben sollst, egal ob Wunder möglich sind oder nicht, egal ob Wunder wirklich geschehen oder nicht, dann stimmt etwas ganz gewaltig mit diesem Argument nicht. Alles, was man von Hume mitnehmen sollte, das ist Wundergeschichten mit dem gesunden Menschenverstand zu beurteilen, Beweise, Indizien zu sammeln und zu begutachten und dann für den jeweiligen Fall zu entscheiden, ob diese Wundergeschichte glaubwürdig ist oder nicht. Also man sollte nicht allzu leichtgläubig irgendwelche Wundergeschichten glauben, wenn da jemand ankommt, ja, ich habe hier da gestern jemand gesehen, der ist da vom Tod wieder auferstanden oder sowas. Nee, so einfach nicht. Man muss sich schon die Beweislage anschauen. Wenn Gott existiert, dann handelt er auch. Sowohl natürlich als auch übernatürlich. Wunder sind übernatürliches Handeln Gottes. Und in den folgenden Videos in dieser Reihe, da klären wir dann die Frage, ob die Wunder, speziell die Wunder, die in der Bibel berichtet sind, ob die glaubwürdig sind oder nicht. Soweit, danke fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es kein Video, weil nächste Woche ist ein Livestream geplant, passend zu Ostern, Beweise für die Auferstehung. Die meisten von euch, die schauen ja auf Facebook zu. Also wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gleich nach und richtet euch die Erinnerung ein, sodass ihr auf jeden Fall die Einladung dann auch erhaltet für den Livestream nächste Woche. Also bis nächste Woche, frohe und gesegnete Osterzeit.